Die gesamte Mongolei befindet sich nun unter der Herrschaft von Genghis Khan. Jenseits der Mongolei existieren zwei große Imperien. China im Osten und Persien im Westen. Persien wird wohl das nächste Ziel unserer Kriege sein, weil es uns vom reichhaltigen, fruchtbaren Weideland in Europa trennt. Oh. Doch vorher muss Genghis Khan noch etwas anderes. Der Spruch. Nachdem sich die Chinesen von der Kampfstärke unserer Kavallerie auf dem Schlachtfeld überzeugen konnten, sprachen sie nur noch vom Frieden. Sie versprachen uns sogar Unterstützung bei unserem Vorstoß nach Westen. Doch nun, da wir uns aus China zurückgezogen haben, wollen sie uns die versprochenen Männer und Waffen nicht mehr liefern. Oh, diese bösen Chinesen. Es ist Zeit für eine weitere Machtdemonstration. Persien muss also warten, während die Horde wieder gen Osten rollt. Wir bereiten uns auf unseren Einmarsch in China vor, dem größten, am weitest entwickelten Kaiserreich in der Welt. Ja, und die wollen uns wieder mit ihrer großen Mauer aufhalten. Erinnert mich an South Park. Die Folge, als sie versuchen, die Mauer von China, oder beziehungsweise als da auch die Mongolen die Mauern von China immer kaputt machen. Oder beziehungsweise die Mauern der Chinesen. Aber wie auch immer. So, ich habe das Szenario jetzt schon einmal gespielt. Kurz mal angespielt, bisschen was geschafft, aber leider dann doch kläglich verreckt sozusagen. Von dem her probiere ich das jetzt gleich nochmal. Wir haben ein Transportschiff erobert. Genau. Weil es nämlich hier wieder mit Aufbauen ist, ist mir dann aufgefallen und da habe ich es nochmal neu gestartet. So, weil ich es halt mal wieder verkackt habe. Ja, ich gebe es zu. Ich habe es wieder verkackt. Mongolen! Rennt um euer Leben! Wushan! Upsa. Wir helfen in China, ein Bollwerk zu errichten und starke Zerstörungsmaschinen zu bauen. Schaut, seht ihr, wie ich es absolut verkacke? Ist es nicht unglaublich? Ah, genau das meinte ich. Gut, aber da ich weiß, dass ich eh gleich eine Stadt aufbauen kann, ist es nicht so wichtig. So. Okay. Dann soll ich eine Stadt bauen. Oh. Wo kommt denn eure Stadt hin? Das sieht gut aus, ja. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es diesmal besser hinkriege. Ah. Und tschüss. Okay. Vielleicht muss ich da die ganzen Dorfbewohner wegkrieg. Als erstes mal ein paar Häuser bauen. Ah,
So. Gut. Ah, genau. Jetzt habe ich was vergessen. So. Und dann speichern wir auch direkt. Gut. Ganz ruhig, mein liebes Katapult hier. Geht doch. So. Dann der dahinter. Gut. So, dem dann helfen. Nicht, dass das noch zerstört wird. Oder irgendwas so in der Richtung. Okay. Jetzt gehen wir erstmal hier auf die. So. Einfach mal direkt eine richtig viel große, lange Bauwarteschleife. So. Das hier kaputt machen. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann als nächstes. Sollten wir mal schauen, dass wir ins nächste Zeitalter kommen, so schnell wie möglich. Oh, schaut euch die an. Schaf ist verschwunden, oder? Ja. Scheiße. Egal. Das ist eine Schaf. Und hoffentlich auch nicht den Unterschied machen. Ich habe ja Fischkutter. So. Genau, geht ihm Holz fällen. Nicht genug Holz für ein Haus. Ah. Gut. Dann fällen die alle mal Holz. So. So. Oh. Ah. Was machen wir denn da jetzt am besten? Doch schon. Schon Fischkutter. So. Huch, was denn hier? Oh, die kommen die schon mit Einheiten. Weg. Brauch keine Einheiten hier sehen. Okay, und das jetzt am besten. Hier wieder Häuser bauen. Weg mit dir, genau, sehr schön. Ja, und mit dem mache ich jetzt mal die Außenposten kaputt. Genau, gut. Ah, jetzt können wir nämlich hier. Sehr schön. BI. So. So. Dann. So. Eine Galeere bauen. Sehr schön. Und jetzt muss ich mal langsam schauen, dass ich dann ins nächste Zeitalter auch komme. Ja, das geht.
Gut. So, nehme ich hier. Upsi. Obwohl, vielleicht nicht gerade die, wo weniger Leben hat. Der hier, weitere Häuser. Oh Mann, das gehaust werden ist nicht so gerade mein... Das ist nicht so toll. Fuck. Ich rotiere den hier mal aus. Zack. Schaden gemacht. Yay. Und dann muss ich hier auch nochmal schauen. Feld abgeerntet, ja. Ich sehe schon. Jetzt langsam echt mal die Sachen. BS. Nicht genug Holz. Ja, ist sehr blöd. Was brauche ich jetzt eigentlich alles? Dann Schmiede und... Oh. That's fucking stupid. Die mal alle nach oben schicken. Ist zwar echt schade, dass hier oben keine großen Fische mehr zu sein scheinen, aber aha. Gut. Dazu. Ah, jetzt dann muss ich erstmal hier nächstes Zeitalter schauen, dass ich es mache. Aha, und hier so. Was machen die? Ach, genau. So, jetzt da kommen wir langsam hier mal zu irgendwas. Genau. Der ist wieder inaktiv, sagen wir mal. So. Gut. Passt so. Na scheiße. Ich brauche ja einen Stall oder eine Bogenschießanlage. Was mache ich denn hier? Beides. Ja, ich mache beides. Aber dafür muss ich natürlich erstmal machen können, ne Leute. Oh Gott. Ja, mach hin, ne? Entwickeln wir mal die Sachen, die wir brauchen für unsere Schiffe. Jetzt habe ich sogar mittlerweile schon weiterentwickelt, hey. Boah, seht ihr, was ich schon wieder für eine Scheiße hier zusammen mache? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das können wir echt besser machen. Ich muss schon sagen. So. Gut, solange die hier als Wächter fungieren, kommt wenigstens nichts rein. Gut. Dann baut er jetzt nochmal zwei Häuser. Das war jetzt wirklich auch noch. Gut. Oh, der ist schon in der Imperialzeit.
Ah ja, jetzt erinnere ich mich, um die Zeit wurde ich letztes Mal besiegt, weil genau als er in die Imperialzeit kam. Dieses Mal nicht, würde ich sagen. Hoffe ich. So, hier mal. Machen wir mehr andere Stärke noch. So, dann erstmal die Galeerenarmee. Okay, weiter. Wie schnell geht denn das? Ah, oh, der ist schon fast weg. Gut. Ich würde einfach mal sagen, das ist wahrscheinlich so gedacht, dass die alle in der Imperialzeit sind, während ich noch nicht in der Retterzeit bin. Nicht genug Holz, um Holz auszubauen. Ach, das ist ja wieder der Klassiker. Holy shit. Das ist nicht so geil. Holt ihn euch. Ich baue jetzt da meine Burg hin. Botkin-Pfeil entwickeln. Holzfälle entwickeln. Noch mehr entwickeln. Ja. So. Perfekt. Helfen. Gut. So. So. Dann die mal auf 3 machen. Obwohl die auch mal auf 1 und die auf 2. Sehr schön. Gut. Jetzt nur? Nee, ich habe noch nichts. Aha. Zack, weg. Die Türme sind allerdings nicht so praktisch. Aber gut, dagegen weiß ich schon was. Sehr schön. So. Oh, Waffenkammern. Oder Waffenschmieden. Okay. Scheiße. Nö, jetzt. Nö. Kein Scheiß. Dann lernt ihr mir halt lieber die ab, bevor ihr mir da den ganzen Turm fahrt. So. Nicht genug Gold. Naja gut, das wird sich nach und nach eh noch regeln. Okay, jetzt langsam habe ich genug Holz zur Produktion. Gut. Nicht laggen, bitte. Please. Please, Game. Genau, jetzt fehlt es uns erstmal an Gold. Na gut. Tun wir erstmal hier die ganzen Geschichten entwickeln. Ich weiß nicht, ob es Daumenring bringt, deswegen ertickle ich es jetzt einfach mal. Nein! Oh mein Gott. Ich
blockiere jetzt einfach mal den Fluss mit denen. Fällt mir jetzt auch nichts Besseres ein, was ich da machen könnte. Dieses Mal? Nee. Du sollst den für einen bekackten Turm vertreiben lassen. Greif einfach an. Ja, oder drei verkackte Türme. So, da kommen wir die vier hier. BN. Zack. Was geht hier ab? Okay. Das weiterentwickeln, sehr schön. Ich weiß auch noch nicht wirklich, wie ich das da machen soll. Ich kann da eigentlich noch nicht einfallen. Nee, das mache ich jetzt nächstes Mal. Was heißt nächstes Mal? Nächstes Zeitalter so. Was tue ich denn dafür? Jetzt darf Wohne rüber. Entwickeln wir einfach mal. Haben wir sonst nichts zu tun. Ja, nee, jetzt warte ich erstmal auf Gold, genau. Ist die mit Low HP? Ah, sieht nicht so aus. Okay. Und da ist die Bevölkerung schwer voll. Also das ist wirklich eins der nervigsten Sachen hier. Dieses scheiß Bevölkerungslimit. Viel zu schnell ist es voll. Das können wir uns, ja, das können wir eigentlich schon wieder vergessen. Ich kann das schon eigentlich nicht mehr machen, weil ich will jetzt hier drei Rammböcke machen, um die hier wegzuballern. Damit ich mit denen weiter vordringen kann. Ach, apropos Kriegsgaleeren, dann kann ich doch einmal hier hinter schippern. Genau, da mache ich jetzt drei. Und die lasse ich hier jetzt vom Holz fällen. Sieht man, was ich da hinten schon wieder Schönes finde. Einen schönen großen Fisch. So. Ansonsten können wir dann auch mit Petanen arbeiten, aber naja. Ich glaube, wir brauchen hier irgendwie mal... So. Ich brauche hier mal ein Bergarbeitenlager, sonst kann ich das gar nicht upgraden, was ich da alles mache. Pferde. So, dann machen wir erstmal die kaputt. Sehr schön. Was? Oh Mann, ey. Zum Scheiße. Oh, da will ich jetzt noch nicht angreifen. Erstmal die. Uiuiui. Das ist ja auch nervig. Da würde ich auf jeden Fall auch mal einen hinschicken. Alter, dein Ernst. Der, ich habe noch nicht mal angegriffen. Und er geht schon automatisch drauf los. Klar, es ist sicher. Du kleiner Pisser. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist ja schon wieder richtig hinterfotzig und arschig. Killt erstmal ein paar Schiffe wegen so einem Scheiß. Ach scheiße, ich... Das wäre super für euch. War ja klar, keine Chance. Der hat wieder irgendwas in der Hinterhand, dieser blöde, kleine, arschgesichtige Fotzensohn. Das ist unglaublich, sowas. Widerlich, widerlich. Aber das ist nett. Aber ist ja klar.
Mann. Tschüss, du Penner. Can't even handle that. So. Die vier. So, jetzt muss man das hier mal schnell upgraden. Das bringt es ja gar nichts, dass wir da 20.000 Loch im Monat drauf haben. Gut. Wenn ich in der Realzeit bin, dann geht es hier erstmal richtig rund. Timo. Ja, und er kommt natürlich auch noch in die Imperialzeit. Bevor ich... Ich habe echt schlechtes Gefühl bei den Kämpfen, die mir hier noch vorstehen. Aber die kann ich wenigstens Burg bauen lassen, weil ich einfach meine netten Galeeren zum Bewachen schicken kann. So. Wohin will der denn? Sterben will er. Okay. Dann soll er doch sterben. Soll er einfach sterben. Da entwickeln, so. Ach, das Schaf steht da einfach rum und ist neutral. Richtig neutral, das Schaf. Holen, entwickeln. Sehr schön. Direkt mal alle Entwicklungen machen, die ich brauche. Mhm. What? Der Schau wieder! Mann! Galeone weiterentwickeln, Ballistik entwickeln. Okay. Dann haben wir hier Sturmbock. Goldabbau auf jeden Fall, sehr wichtig. Oh, jetzt kommt der hier, dem hier Einheit wieder. Oh, geht einfach. Ist ja über der eben Niveau. Und hier schon wieder das. Mann. Ey, das ist so ein Scheiß. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, groß. Nicht genug Gold, ja? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Hier geblieben. Ich weiß doch schon wieder, wohin du willst. So. Bracer wären echt gut. Oder Armschutz. Hm. Da brauchen wir mehr Gold und... Oh, er baut ein Weltwunder. Hm. Was soll ich jetzt nun davon halten? Oh, komm jetzt an, ey. Kill die. Bastard. Unglaublich, ey. Unglaublich. Kommt er schon wieder an. Aber gleich so hart. So, und ich überrenne das jetzt langsam. Hätte ich genug Gold? Ja, die Goldproduktion hier schwächelt wirklich noch ein bisschen. Aha, da hätten wir ja dann sogar nochmal. Was? Würdest du jetzt bitte mal langsam was machen, Burg? Danke. Hm. Waffenschmiedeeinheit bewegen sich schneller. Hey, das ist praktisch. Gut. Erstmal Wehrpflicht. Was? Was denn nun schon? Oh Gott. Ey, das ist doch scheiße, Mann. Kannst du
stehen? Nee. Oh, klar. Wehrpflicht. Oh, Mann, ne. Dann machen wir hier einfach nochmal Dorfzentrum. Gut, da haben wir auf jeden Fall mal genug Holz. Sehr schön. Dann nochmal ein paar Ramme. Da können wir den Walder sogar einnehmen. Das brauche ich dann auf jeden Fall. Die stellen sich da einfach mal komplett sinnlos hin. Ja, das passt sogar. Du machst das kaputt. Sehr schön. Belagerungsraum werden wir schaffen. Dann haben wir hier nochmal ein Tribok. Klatsch. Das sieht auch gut aus. Genau. Ah, der baut das sogar halbwegs schnell. Ich verstehe. Chemie vielleicht? Chemie wäre super. Nicht genug Gold. Da war ich ja gerade noch was am Unternehmen hier. Genau. Ich dachte schon, dass der früher oder später kommt. Scheiß Shit. Gut, machen wir erstmal das wieder. So. Just like that. Mal cruisen. Ah, interessant. Okay, dann hier, wo reißen wir die ersten Türme von dem ab. Den Turm reißen wir noch fertig ab. Da können wir ein bisschen besser hinfahren, damit das ein bisschen sicherer ist. Zack. Genau. Sehr schön, die laufen auch schön an. Okay, soweit so gut. Dann brauchen wir noch mal ein bisschen mehr Gold wieder. Come on, Gold. Geht doch. Das habe ich immer noch nicht. Ah, das sollte ich jetzt aber echt langsam mal entwickeln. Das ist doch doof. Weiter, genau. Was ist hier? Ja, der. Sehr schön. Genau. Dass ich die drei gleich mal wieder... Holy shit, what? Oh, jetzt kommen sie also endlich. What the hell? Was hat er gerade gesagt? Ach so. Was war jetzt ein Volk, das in Zelten schläft, schon voll Kultur? Genau dafür hätte ich jetzt die gebraucht. Oh. Das können sie gerne probieren von mir aus. It's not your fucking destination, man. Und den natürlich noch. So. Überlegen schon, bevor wir was machen, die blöden Computergegner hier. Boah, könnt ihr hier mal aufhören, mich von hinten hier so anzuficken? Genau, verschwindet mal. Ist der gerade einfach ausgewichen, indem er überhaupt nicht sich bewegt hat, wirklich? Krass. Natürlich. Wo war das hier? Ah, ich hab's noch nicht entwickelt. Das entwickeln ist auch nochmal gut. Hier wieder bauen heißt es.
Sehr schön. Wir schauen, das Weltwunder geht noch 270 Jahre. Netter Versuch. Tasted. Gleich noch eins. Schon hier direkt anläuft, hey. Das rieche ich. Okay. Dann hier weiter. Was ist dieses Mal? Ach, der Schilder. Gut. Das kann ich verkraften. Was ist das hier? Ah, jetzt greift der mich an. Haha, sehr schön. Fuck yeah! So muss das sein. Zack, zack, zack. Genau, die brauchen sich da jetzt einfach mal schön durch, so wie ich es will. Gut. Obwohl, brauchen wir noch nicht packen, müssen wir erstmal das hier zerstören. Aha. Wieder mal ein netter Versuch von ihm hier. Mach doch mal ein Loch in den verdammten Wall hier. Dann will ich, dass da zwei hinterfahren. Da fahren rein. Zack, zack, zack. Jetzt geht das hier ganz schnell. Wow. Ah, wohl, so viel brauche ich dafür jetzt nicht. Da tue ich lieber die nochmal wieder hinter zurück. Genau. So. So stelle ich mir das vor. Oh ja, der ist ja richtig, richtig hart geschützt hier. Cool, muss hier aufpassen, dass der jetzt fällt, wunder hier nicht. Zack, okay. Holy shit. Du machst erstmal den kaputt. Und wir halten ganz schön was ausgedacht. Oh, gar nicht gut. Mach die mal hier. Fick die mal an. Penner, still. Ich verwerde den Schokoluder einfach, indem ich ihn die ganze Zeit mit meinem Rahmen angreife. Also ich glaube nicht, dass er schon mal sowas verwirrend ist. Das kann ich dann tatsächlich das hier sammeln. Okay, jetzt muss ich hier weiterschauen. Heilige Scheiße, muss ich echt langsam was machen. Was könnte ich denn hier machen? Fuck. Transportschiff, habe ich noch eins? Nee. Ah. Ich
Scheiße, was mache ich denn da jetzt? Na, wenigstens oder deswegen jetzt mein Tribut in Ruhe gelassen. Hoffen wir mal, das funktioniert. Scheiße, hier greift meine scheiß Dorfwohner an. Das gibt's doch nicht, Mann. Ja, ich weiß, du bist so intelligent. Du bist so intelligent. Du greifst immer den Dorfwohner an, ha? Ja, hast auch noch Ballistik entwickelt. Ist super. Ist super. Mach sie einfach kaputt. Ey, was mach ich denn jetzt gegen diese scheiß Weltwunder, Mann? Ah, fuck. Ach, deswegen regt mich diese Späße auf, Mann. Das ist... Ah, Mann, ey. Ich brauche jetzt ganz schnell ein scheiß Transportschiff, dann muss ich meine ganzen... Mach ich alles über Kahn, oder? So, du blödes Sackgesicht. Komm mal mit hier, komm mal mit. Genau, mit dir rede ich. Ich schaue jetzt erstmal, dass ich es mit dem Mango da ein bisschen durchreiße. Alter, jetzt sind sie schon wieder voll am Steuern, Mann. Das ist unglaublich, guck sie dir an. Die machen hier einen Fehler mehr, ey. Das ist so zum Kotzen. Ich habe immer die Einheiten an, wo es sich am meisten stört. So ein Penner. Bitte. Oh Gott, macht schneller. Ich muss schön ganz schnell rüber, ganz schnell rüber. Kann man die da rein? Ja, die können wir rein. Gut. Ist das so? Was hat denn da eingenommen? Hä? Verarschen. Ja, mach einfach schneller. Ich will nicht, dass diese Burg kaputt geht. Oh Gott, die geht kaputt, scheiße. Ja, wo eigentlich ist egal. Ich muss sie aber zerstören, bevor sie kaputt geht, definitiv. Sehen, ob ich es noch hinkriege. Erstmal nicht so wichtig, erstmal die hier wichtig. Lock ihn bitte weg, bitte. Scheiße. Der geht jetzt nicht wirklich voll aggro auf meinen scheiß Dorfwohner. Komm, fertig einfach. Ich hab's verfeilt! Schau, wie dieser eine... Ich werde ihn jetzt umbringen! Wo ist mein scheiß Transportschiff, Mann? Jetzt komm schon, Transportschiff, beweg doch mal deinen scheiß Arsch hier. Komm, geht mal in die Küste, ihr dämlichen Idioten, echt. Scheiße, scheiße, Mann, das gibt's nicht so. Mist, ich nur bei dieser Scheiße. Mit dem blöden Mistviech. Von dem Gegner, Alter. Das ist ein scheiß Schokolou. Ich könnte schon kotzen, es ist ja so widerlich, sowas. Eine Chance, das ist direkt hier. Scheiße aufzustellen. Meine Fresse. Ja, fällt dir einfach mal ein bisschen Holz. Das ist... Also, mir fällt dazu jetzt auch nichts mehr ein, Mann. Haben wir die jetzt langsam da drin? Nee. 100 Jahre. Oh, das wird echt knapp. Das wird echt knapp. Warte mal, tut mal noch nicht zeigen, was ihr machen wollt. Ah, Mann. Gott, das kriegen wir nicht kaputt. Mhm. Genau, das sind auch meine Sorgen. Komm schon, ich muss jetzt hier einfach mal erweiterte bessere Mann, oder? Thank you.
das verbesserte Mangodai entwickeln. Das wäre jetzt wirklich toll. Bitte leck mich doch einfach im Arsch, Mann. Wo ist dieses verdammte Transportschiff jetzt, Mann? Es ist weg. Dieses schwule Transportschiff ist einfach weg. Ich will cheaten, ich will diesen Bastard so fertig machen, nicht. Ist einfach gestorben. Das scheiß Transportschiff ist einfach weg. Mir fehlen alle Worte. Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt sozusagen soll, Mann. So sprachlos, Mann. Ich werde diese Aufnahme eh wieder löschen. Eine Chance gebe ich dem Ganzen noch. Auch wenn diese ganze Aufnahme völlig für den Arsch ist. Es ist einfach nur ein Trauerspiel. Super. Ah ja. Ich hab echt... Oh, Mann. Widerwärtig, Mann. Der Typ ist dermaßen widerwärtig. So. Hä, warum reitet der vor und der so? So, jetzt kommt er. Nur, dass wir dieses Mal leichtes Spiel mit ihm haben. Ach, gosh. Schaut euch mal diesen Vorrat an, what the hell? Sehr krass. Hau an.
echt schlechtes Gefühl dabei, aber naja, das bleibt mir schon für eine Wahl. Eigentlich muss ich diesmal ein bisschen mehr auf meine Bewohner aufpassen. Schau mal, der weiß sogar, was ich plane. Er greift einfach so meine Dorfbewohner an. Schau, es ist doch lächerlich. Schau euch das an. Er greift sie einfach an. Ist ihm doch scheißegal, wofür ich die da hab. Einfach mal angegriffen. Ist der beschissene Grund, warum ich jetzt da woanders was zuerst brauche. So. Drecksgeräusche, Mann. Ich falle jetzt einfach mit dieser einen Ramme hinter und mach das Ding kaputt, ist mir scheißegal. Ich will überhaupt kämpfen mit dem Arsch. Ist doch eh noch ein Penner. Ja, fahr direkt in seine Base rein. So. Ah, oh, komm mit, du kleines Pennerkind. Cool. Gut, so. Und hier wird es anscheinend eher schwer ohne Dorfzentrum. So wie ich das sehe, der soll sterben vorankommt. Hier hat er ein Weltwunder. Das Ding macht das halt echt kaputt. Muss ich glaube ich gar nichts mehr zu sagen. Na komm, die Lex kannst du jetzt aber auch sparen. Jetzt komm schon. Ach Gott verdammt, Age Vampire, Mann, was machst du eigentlich? So, jetzt geht's. Hoffe ich. Ich fordere es. Ich fordere es jetzt einfach. Es geht. Fertig. So, mal sehen, was er jetzt macht. Der Sack. Ich will auch nicht, dass diese Runde hier umsonst war. Aber. Guck dir das an. Das mit dem Weltwunder. Das geht ja jetzt super. Den kann ich jetzt auch total leicht besiegen. Oh doch, Hetzer. Jetzt zeigt er langsam mal Reaktion hier. Tja. Toll. Was sehe ich mir verklickt? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wie das aussehe. Ups, verklickt. Hab aus Versehen verloren. Und dafür haben wir später noch genug Zeit. Jetzt kommt erstmal hier die Burg verteidigen. So. Ich klemm schon mal einen Stein, du Arsch. Wie wär's, wenn den Schokonur baller statt die das Holzfällerlager? Ich kann ruhig bauen. Kill ihn. Und zack. Ist hinüber. Ah, der war jetzt vielleicht nervig. Okay. Ich glaube, ich habe es geschafft. Wow. Hätte ich ja nicht gedacht irgendwie. Naja, gut, auch nur, weil er mich dann irgendwie in seine Base stellen hat lassen.
Ding ist so schlau, diese Burg. Okay. So. Ab diesem Punkt in der Zeit werde ich mal seine ganzen Einheiten besiegen. Mit denen kann ich da draußen Holz fällen. Okay, jetzt will ich es eigentlich nur noch zu Ende bringen. Das war schon wieder eine Mission, die mich aufgeregt hat. So einer bist du also, hä? Zack. In the face. Gut. Komm mal mit, du Penner. Das wird langsam mal, genau. Weg mit euch alle. Was ist jetzt mal das Ziel? Ich muss 3 Gegner besiegen, gell? Naja gut, ist langsam. Können wir da auch mal weiterschauen. Was gibt's denn hier alles noch? Der Grüne hat ja irgendwo auch noch seine Burg, gell? Oder halt seine Stadt. Das schaue ich mir mal genauer an hier. Oder ist der Rote? Interessant. Ach, hier sind die allgemein grün, rot, alles zusammen. Oh, da kommen schon wieder die nächsten Angriffstrupps von ihm. Oh, weißt du was? Ich unterbinde das jetzt einfach mal. Ups, kommen ein paar Einheiten von ihm auf mich zu. So wie es aussieht. Welche stehen da einfach, lassen sich abschießen und die anderen schießen es halt einfach ab. Taking chances hier. Oh, gut, dass der gerade noch abgelassen hat. Interessant. Ich ziehe mich einfach mal ein bisschen zurück. Tipp und Nager ist sehr wichtig zu zerstören. Genau, gilt hier einfach mal alles, was sich bewegt. Das ist immer eine gute Idee. Sehr schön, das ist jetzt alles kaputt. Ich schneiße mich hier einfach ganz langsam weiter rein, glaube ich. Genau. Ah, jetzt kommt ihm seine ganzen Bogenschützen an. Gut. Sollen die nur ruhig ankommen? Ja. Das Transport lasse ich da glaube ich erstmal. Ach so, so schon wieder, ha? So. Ach geil, meine sind schneller als seine. Sehr schön. Und voll in die Zange, zack. Zack, zack, zack. Und weg ist er. Interessant. Gut. Ah, schaut euch den an. Für was kommt der denn für Snacks? Ah, und weg ist er. Hm, so soll es sein. Oh Mann, daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Scheiße. Dann mache ich halt doch erstmal hier die Burg hin. Mache ich die am besten hin? So, oder? Ja, so. Ja, schon fast wieder ein bisschen riskant, aber ich tue einfach mal die 3 mitschicken. Das sollte schon passen. Ich bin mir ja nicht sicher. Soll ich jetzt zerstören oder nicht? Ja, ist ja gut, ist ja gut. Mache ich das halt auch noch. Gut. Also die Burg wird wahrscheinlich aufstehen, so wie es aussieht. Was heißt aufstehen? Wird wahrscheinlich aufgehen.
Es wird einfach gebaut. Fertig. Fertig, einfach gebaut. So einfach. Zack. Okay. Ich wollte schon länger mal in seine Privatsphäre eindringen. Letztendlich habe ich es geschafft, sozusagen. Es ist zu spät, Rot. Du kommst zu spät. Machen wir hier direkt noch einen, würde ich sagen. Ein paar Mangodai. Sehr schön. Boah, das ist echt zu weit entfernt. Sieht aus wie überhaupt kein Abstand irgendwie. Okay, cool. Das sieht es fast so aus, als würde es einfacher gehen. Ich glaube wirklich, dass das einzige Problem dieser blöde Gelbe ist. Oder war. War, sagen wir lieber. Wie ist hier eigentlich? Ballistik. Ah, Chemie. Schauen wir mal, was da gleich kommt. Wie wäre es, wenn wir das ihm voll denyen? Gleich noch einer. Jetzt sollten wir aber aufpassen hier. Kommen wir gleich mal mit ein paar Konter. Ich sehe das anders. Und zwar... Wie? Ich habe gar keine Steine mehr zum Abbauen, oder? Das ist natürlich schäbig. Das ist natürlich schäbig. Dann einfach mal hier hin. Zack. Hier Zack. Und natürlich BN Zack. Damit wir auch nichts vergessen. Da kommt die schon wieder an, ha? One of these Troy Hearts. Geht einfach weiter. So. Also diese Burgen, die sollten auf jeden Fall in seiner Stadt für eine ordentliche Distortion sorgen. Distortion sorgen. Oder Zungenbrecher. Naja, klingt zumindest so. Was ist mit denen? Die können da entweder draußen weiter Holz fällen, würde ich sagen, oder sie sammeln Stein. Stein klingt gut. Top. Seid dabei! Oh, da fällt mir gerade was auf. Und zwar... So. Machen wir da einfach mal seine Stadt platt. Klingt doch witzig. Hohoho. Wo will der denn hin? Ja, das muss es eigentlich nicht unbedingt sein. Das lassen wir dann doch lieber die Burgen erledigen, würde ich sagen. Schau, wie er sich einquartieren will in seinem blödes Dorfzentrum hier. Lächerlich hier. Weg. Einfach weg. Schön. Lass mich mal ein bisschen ausrasten.
Bodenmassaker. Sehr schön. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das noch kriegen. Ich hätte es echt nicht gedacht. Naja, vielleicht sollte ich nicht einfach nicht so pessimistisch sein. Manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Okay. Dann hier unten ist irgendwie grün. Ach, das sind noch zwei, die einfach so rumstehen. Na, für die habe ich auf jeden Fall eine Aufgabe. So. Gut, was machen wir mit denen? Nahrung brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Das heißt, die können wir jetzt auch schon wieder vorziehen, wie? Jo. Wohin also? Lass uns mal hier Steine bauen. Interessant. Ich finde das witzig, dass sie so ein bisschen schneller sind. Zack. Ach ja, ich mag das, wenn ich am Gewinnen bin. Das ist alles so entspannt. So. Hier noch fertig. Gut. Schauen wir, was hier unten noch gibt. Was gibt es denn dort? Das sind irgendwie Fackeln. Was immer diese Fackeln hier zu bedeuten haben. Da scheint Grün zu sein, okay. Jo, da scheint anscheinend Grün zu sein. Dann gehen wir nochmal dahin. So. Und der natürlich noch. Oh. Oh, ein falscher Move von diesem Monarge und die Burg könnte ganz schön schnell ruiniert werden. Gut, dass er nicht mal dran denkt. Der denkt nicht mal dran, genau so. Okay, let's see, was gibt's denn hier alles so? Oh, da unten ist also der... Oh. Die Einladung gebe ich doch gerne mal. Ihr könnt ja gerne weiter rumwuseln. Ihr kommt eh nicht hin. Ich soll einfach nur dran stehen und einfach alles platt machen, wie das da oben rumspürt. Wow! Okay, das ist natürlich... Das ist natürlich wieder... Ah. Ja, wo sind die zwei Dorfbewohner hin? Ach, die stehen da drin. Ah, und der andere, den hat's da gerissen, verstehe. Und zurück. Okay, das heißt erstmal hier zurück. Der hat schon noch nicht das Gefühl, dass da sein Territorium beginnt. Dann werde ich einfach mal hier nachziehen. Mit Burgen. Immer weiter. Oh Gott, der hat Triboke. Na, stopp. Tut mir leid für dich. Andermal vielleicht. Geh mal hier hin.
ich habe schon gehofft, dass die mich jetzt angreifen. So. Dann haut raus, dann haut raus. All eure Einheiten in meine Burg. Bitte. Und sobald die ganzen Chocolonuren erledigt sind, kann ich dann einfallen. Dann ist alles easy. Müssen nur erstmal die ganzen Chocolonuren erledigt sein, ne? Na gut. What? Ah, das war mir jetzt zu gefährlich hier. Der baut sich da schon wieder auf, ja, der Rote. Ja, mir fällt gerade ein, ich habe noch nicht einen einzigen Gegner besiegt. Auch wenn ich sie dann nach und nach zurückdränge. Was? Schieß doch das verdammte Ding ab hier. Mann. Das ist schon wieder solche Aktionen. So, so. Dann zwingst du mich jetzt wohl dazu, du Idiot. Na gut. Dann geht das wohl etwas schneller als gedacht. Damit machen sie kurz einen Prozess. Habt ihr es gesehen? Ich klick weg und die gehen ans Haus. Geht da jetzt einmal drauf, Leute. Geht bitte einfach dahin. Schaut euch das an, was die für einen Krampf zusammenfahren. Und das Ding ist ja auch noch hinter so einer komischen Wand. Was ist denn los hier, ey? Voll komisch. Oh, nee. Nee. Nee, gar nicht. Oh, Mann. Das ist auch eine geile Verfolgung. Schade, dass es nicht so lange halten wird, wie gehofft. So. Ein weniger. Oh. Oh. Oh ja. Ah, das finde ich immer wieder süß, wenn sie es probieren. Noch einmal kriegst du es nicht hin, mein Freund. Okay. Sehr gut. Dann bräuchte ich jetzt hier irgendwo eine Burg. Oh, du mieses Stück Scheiße, hey. Mieses Stück Scheiße. Unglaublich. Weg mit euch. Danke, dass du herkommst, du Penner. Ah, sieht's aus. Ach, man muss die doch einfach lieben, die Mangudai. Dass sie so schnell sind. Wenn man aufpasst, sind die total windig. Und dadurch unbesiegbar. So. Dann haben wir hier gleich ein paar neue Triboke. So.
extra Attack machen. Genau. So. Dann weiter. Hier. Wo sind eigentlich meine ganzen Schiffe hin? Denn jedes einzelne meiner Schiffe ist weg. Okay, dann das besiegen. Ja, so langsam aber sicher geht's voran. Scheiße, die waren da, Mann. Schule rote, Mann. Genau, geht wieder nach Hause. So sieht's hier nämlich aus. Ja, der letzte Schlag, ey. Mach deinen letzten Schlag. Upgrade hier einfach mal. So. Hallo, Schokolade. Tja. Blöd, dass er niemals so gut sein wird wie ich. Schön. Was macht denn die da? Was auch immer du davor hast. Vergiss es. Okay. Warum ist das gerade kaputt gegangen? Aha. Dachte ich mir doch. Hey, du Sack. Boah. Das ist immer so knapp hier. Ah, ich hab da schon einen Plan, eindeutig. Aber gut, Jin hat ja aufgegeben. Besser für ihn. Oh Gott. Na gut. Ah, da. Ah. Das ist einfach krass. Okay, jetzt können wir hier unseren nächsten Plan starten. Zack, voll in die Mitte. Der kriegt jetzt voll auf die 12. Und danach ist der Rote dran. Ich finde das so cool, man muss so kurz stehen bleiben. Zack, 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 zack. Ach so. Ja, da weiß ich, warum mir Multiplayer Spaß macht bei dem Spiel. So, was willst du bauen? Ja. So. Da gibt's anscheinend auch nichts mehr. Die tun da wirklich alles zerstören, wenn sie aufgeben. Sobald die Burg steht, können wir diese Ortschaft schon wieder verlassen. Aber ich würde dann gerne mal sehen, wo es denn hier weitergeht. Ja, Burg steht, zack. Ha, da stehen schon wieder die ganzen türkisen Holzfäller. Aha, hier unten geht's also weiter. Wo genau geht's hier eigentlich hin? Ich stelle dich da unten hin, genau wie die. Oh, ich sehe schon. Wenn man das verweilen will, muss man ein extra Laufweg sagen. Bei denen sollte er reichen. Gut.
Okay. Schau, wie nett die Burg ist. Sie hilft ihnen. Weiß ich ihnen auch hilft, aber ihr wisst schon, was ich meine. Für mich ist es die netteste Burg auf der Welt. Obwohl nicht die netteste. Es gab da wesentlich nützlichere Burgen. Was da andere schon mitgemacht haben, sagen wir mal. Na gut. Oh, der Grüne hat aufgegeben. Sehr schön. Oh, süß. Schaut euch mal den Angriffstrupp von ihm an. Can't even touch me. Can't even touch me. Hohoho. Ja, NPC, Dorfwohner killen macht Spaß. Es macht nur keinen Spaß, wenn die eigenen Dorfwohner gekillt werden. So, dann wohl eine Nummer 1, die gekillt werden muss. Ja, Tatsache hat er hingekriegt. Dieser Miese. Boah, jetzt kommt er aber. Jetzt kommt er aber. Solche fließen Mittel. Heilige Scheiße. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das weiter verläuft. Geht dahin. Und boah, das ist fertig. Wolltest du damit aufhören, du Penner? Tja, ist dir nicht mal genug, dass ich hier schon meine Mangudai verrecken lasse? Hallo? Helft den Dorfwohnern. Hier. Strategisches Unkraut, wenn nicht. Aber die könnte ich jetzt auch langsam wieder abbauen. Ah, der kommt mir jetzt nicht wirklich wieder im Wachturm hier. Ist der krass. Zack. Burg steht. Gut, kommt alle zusammen. Auf dass wir viele Gegner töten wollen würden. Mögen. Auf dass wir viele Gegner töten mögen. Bitte geht mal kurz hier zur Seite. Oh, das sieht schlecht für das Typ aus. Mal sehen. Ausweichen. Dein scheiß Ernst, ey, immer diese unendlich Reichweite, diese scheiß Konvertierung mit unendlich Reichweite in die Nerven voll. Ich glaube, ich habe langsam genug. Oder? Oder habe ich? Ich weiß es nicht. Gut, schau mal einfach mal rüber. Ja, jetzt langsam kommen nicht mehr so viele und ich habe wieder eine Armee, da könnte ich auch wieder einfallen. Aha, so.
Oh man. Was soll ich jetzt denn dazu sagen? Timo, wie war's heuer? Amrmindu, wie war's heuer? Amrmindu, Timo. Ja, das ist was. Vergesst nicht, dass ihr euren Arsch nicht bewegen sollt. Danke. Sehr schön. Dann nehmen wir so weiter. Gut. Oh, das ist ja süß. Verschwinde, hey, was geht denn? Ach, scheiß die Wand an jetzt. Mann, ey, jetzt habe ich ihn dann da vorne verloren wegen so einem Kack. Ist nicht so, als wäre es schlimm oder so. Nee. Ach, ist nervig. Ist echt nervig. Vor allem, weil die auch nie an die richtige Seite von der Burg gehen, sodass sie nicht getroffen werden zum Beispiel. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsste diesem gümmeligen Roten da nochmal einen Besuch abstatten. Ach, gut, da brauche ich keinen Tribut dafür. Mhm. Wohin noch sind die auf der Reise? Oh, du hast es gewagt. Verschwinde. Oh, der kommt schon so, ich sehe es doch. Brauchst mir gar nichts vormachen, Computer. Naja. So, mal sehen, was es hier gibt. Interessant. Ach so, gleich. Ah, Mann, ey. Komm, wo jetzt? Oh, ich sehe ihn schon, der schielt schon wieder so. Tschüss. Ah, ich sehe es doch schon wieder. Hier, du hast ja noch Gold. Warum weiß ich denn davon nichts? Die brauchen wir gerade da nicht. Ich verschieb die. Mhm. So, gleich mal ausbilden. Aha. Oder da ein Ende ist gekommen, Rot, ja. Ach Gott, damit. Dabei wollte ich ja jetzt erstmal. Komm, eins nach dem anderen jetzt hier. Jetzt muss ich erstmal hier den zum Aufbringen kurz. Aufgeben bringen, indem ich so den ganzen Dorf ohne kill. Und das war ja klar. Thank you.
So. Ich mach's mir immer auf diesem Feld gemütlich. Gibt doch halt auch kein Ende mit dem Plänklern, glaube ich. Bestimmt lange warten. Wie auch immer. So. Jetzt gehe ich mal hoch. Ah, den einen könnte ich auch noch mitnehmen. Am Ende läuft es ja immer auf sowas raus, nicht wahr? Also den braucht man wirklich nicht mehr. Die schicke ich lieber dahin. Oh. Oh, das ist ja auch wieder interessant. Dahin. Das lassen wir noch ein bisschen. Also, ich glaube irgendwie nicht, dass ihr den kompletten See schon ausgeleert habt, was Fische angeht. Aber gut. Und dann hier alles erobern. Oh ja, ich liebe erobern. So. Sind ja auch noch nur noch die Tanguten und die Sung übrig. Die Grünen habe ich ja schon besiegt. Ha. Okay, das geht leider nicht schnell genug. Aber mei. Ich stelle jetzt hier einfach mal hin, so. Woher kommen die denn? So, ganz einfach. Dann weiß ich die nächsten zwei Türme ab. Ah, Mann, ey, macht doch einen Brechen. Scheiße, fertig da. Oh Mann, ey. Unnötig. Unnötig. Gut. Hier mache ich nochmal zwei Triboke. Yeah. Aber das ist schon mal wesentlich besser. Warum geht der einfach weg? So, hä? Was gibt's heute? Keine extra Einheit für dich. Oh, das ist natürlich schlecht. Also genau sowas habe ich mir schon fast gedacht. Er lässt im letzten Moment wieder ab. Ist ja geil. Ja, gut. Ich weiß nicht, irgendwie zeigen die hier halbes Interesse. Nur. Mann, immer noch. Ach so, einer schon wieder. Wenn ich nicht einfach diese verdammte Waffenschmiede jetzt endlich kaputt sehen wollen würde. Möchte auch ein bisschen anders vorgehen. Oh, jetzt aber. Alter, lass dich nicht einfach so bekehren, verdammt. Oh Mann, ey. Ist ja echt peinlich. Alter, ich hoffe echt, wir haben es jetzt bald. Ja, wegrennen bringt nichts, ich weiß, weil wenn man bei denen außer Range ist, ist es einfach scheißegal.
verdammte Waffen spielen einfach kaputt, das gibt's doch nicht. Oh Mann, das ist mir jetzt echt zu blöd. Diese dumme Scheiße hier. Hättest du nicht immer deine zwei Plänkler, ha? Hättest du nicht deine scheiß zwei Plänkler, die ganze Zeit nerven? Gut. Solange lasse ich mir das auch nicht mehr von dir bieten, mein Lieber, mit deinem blöden Plänkler. Oh, guck dir die an, guck dir die an. Ich hätte wohl gerne. Verschwinde, du Pisswotze, du Blöde. Wirst du ja ganz schnell sein. Und du machst mal das kaputt. So. Weiter geht's. Mein Eroberungszug ist noch nicht vorbei. Krass, je mehr ich kill, je mehr tut er schicken, oder? Mich nicht stören, ich habe genug Pfeile. Und was genau will er da einmal bauen? Ich glaube, das ist eine perfekte Position, erst so ein bisschen stehen zu bleiben und zu entspannen. Du kannst mit anderen Sachen auch noch eingreifen. Wie ihm das gefällt. Hat er bald nichts mehr zum Besähen hier. Schade. Aber egal, ich lasse trotzdem nicht zu. Was so denn? Hat er mir der originalen Dorfwohne geklaut, hey? Du bist auch echt zu originell. Zack. Nix gibt's. Hast mir leider einen geklaut, aber das heißt noch lange nicht, dass du ihn behalten darfst. Den darfst du auch nicht behalten, so. Krass, so viel zu Ballistik. Packen wir das mal und bauen noch eins. Na ja, gut. Ah, jetzt da mal den Platt hier. So. Nix gibt's jetzt. Ah, ich sehe schon, er hat schon wieder eine Waffenschmiede gebaut. Jetzt eigentlich machen. Naja, viel zu tun gibt es da irgendwie gerade nicht. Puh. Keine Ahnung. So einer, ha? Muss ich mir schon wieder neben die Waffenschmiede stellen, wie es ausschaut. Ja, nehme ich mir diesen Bergbonus schon raus. Der auch einfach nicht aufgibt. Ist doch krass. Also, durchhalten tun sie. Das ist schon mal was. So. Die da. Aha. So. Tu ihn doch einfach
killen, Mann. Wie haben wir noch seine beschissene eine Konvertierung gekriegt, hey. Gib doch einfach auf, Mann. Mit einer Ramme würde es wahrscheinlich viel schneller gehen hier. So, so. Nee, nee. Ich mache hier da jetzt am besten weiter. Oh, 7 von denen. Zerstören wir mal das Dorfzentrum da oben. So. Das machen wir mal platt. Das Ding nervt mich hier schon die ganze Zeit. Hey, was? Was? Doch, passt. Okay. Von wem werde ich angegriffen? Wo? Stimmt, was macht der da eigentlich? Anscheinend nichts Besonderes. Oh, da ist er sogar noch. So etwas Tolles. Oh, er hilft nochmal alle mit. Kriegt man vielleicht sogar noch eine Burg zusammen, bevor das Spiel vorbei ist. Mhm. Dann nutze ich sogar nochmal. Ja. Pioniere entwickeln. Krass. Wie hat der sich dahin verlaufen? Ja, was Besseres habe ich jetzt auch nicht zu tun. Okay. Aber wenn ihr mich fragt, wie zum Geist die zum Aufgeben bringen, keine Ahnung. Ja, ist auch mein Latein am Ende. Puh, das war knapp. Das reicht mir jetzt. Ich muss da jetzt was gegen machen. Aha! Yeah! Aber das war ja gar nicht der. Das war ja... Ja! Geschafft! Oh Gott, und ich dachte, ich schaff's nicht! Ich dachte, ich schaff's nicht! Ruhmreiches Gemetzel. Für lange Zeit sollten China-Besucher vor den Bergen von Menschen- und Tierskeletten erstarren, die wir dort errichtet haben. Die mongolischen Horden haben bei ihrem Einmarsch in China eine bedeutende Errungenschaft gemacht. Technologie. Wir verfügen nun über die Fähigkeiten und die Ausrüstung, die es uns ermöglichen, Belagerungswaffen... Oh yeah. Wir werden die persischen und die europäischen Burgen aufknacken, um an das weiche Innere zu gelangen. Genghis ist mit unserem Erfolg zufrieden, wie auch mit dem Erbe, das er hinterlässt. Seine Mutter aß einst wilde Zwiebeln und Nagetiere, um nicht zu verhungern. Die Kinder und Enkel von Genghis jedoch werden von Tellern aus persischem Gold speisen. So, so. Hier mit dem Gold. Na gut. Militärstatistik geben wir uns den Fandom. 1000 gekillte Einheiten. Oh ja. Natürlich die beste Wirtschaft. Technologiestatistik, die waren natürlich schon alle in letzter Zeit die Schweine. Oh, natürlich die meisten Burgen, aber nicht die meisten Weltwunder, ja. Das kann ich verstehen. Okay, God oh boy, das war jetzt die erste nervigere Mission in der Mongolen-Kampage. Von dem